Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir sind auf dem Weg zu der Quest Dunkle Geheimnisse der Erde und sind in ein neues Gebiet vorgestoßen, das extrem krass ist, muss ich sagen. Nur so Riesenviecher. Ich habe jetzt gerade auch gegen so einen komischen Trampler da gekämpft. Die gehen eigentlich, aber da sind noch irgendwie so komische Sandwürmer-Dinger. Die habt ihr leider nicht gesehen, werdet aber später noch sehen. Mein Gott. Ich musste die Flucht antreten, weil das. Ich hatte da einfach keine Chance. Bei dem Wein ist die Maschine sicher so schnell wie geladen. Ich sollte vorsichtig sein. Boah, genau das habe ich gemeint. Mein Gott. Mach mal einen Pfeil, ich renne mal hier durch. Denn ich will ja eigentlich auf dem Breitkopf. Breitkopf. Den Langhals auch noch. Ich weiß eben nicht, wie lange die mir folgen hier. Oh, ich überlebe doch schon wieder nicht. Die resetten aber auch nicht. Verwüsterer, den können wir aber auch schon über Brücke. Aber vielleicht brauchen wir den ja gar nicht über Brücke, sondern vielleicht schaffen wir das ja auch hier irgendwie so hoch. Gut, dass ich das gefunden habe. Ich brauche auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Medizin. Das ist mich extrem gerade. Okay, das ist bloß normaler Wächter. Gehen ganz easy eigentlich. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt hier hochkomme. Oh, das wird eine Laute. Oh. Nein. Mei. Stirb doch endlich. Sein, dass er hochkommt. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. So. Boah, der trifft mich hier. Wir halten die mehr aus, oder was? Ich muss zum Kopf hinauf. Irgendwie geht's. Ja, Baby. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich hier hochgehen. Jawohl. Das ist ein ganz neuer Weg hier. Habe ich noch nie gehabt. Hoch, da komm. Jetzt komplett einfach rum hier, oder was? Fuck, okay. Ich muss da wirklich rum. Okay, machen wir nochmal einigermaßen voll. Und wir überbrücken. Waren das jetzt alle Langhälse? So, ich laufe jetzt mal hier lang.
Und mach mal die Karte auf. Okay, uns gehen auch so viele Lagerfeuer ab, Wahnsinn. Nee, jetzt ist offen. Okay. Da müssen wir hin. Und wir sind momentan hier. Da oben wäre noch ein Lagerfeuer. Das werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Ich komme hier raus. Wenn wir dann da durchkommen. Habt auf jeden Fall ein bisschen schlechtes Gefühl, weil wir fast keine Energie mehr haben. Ich bräuchte auf jeden Fall mal Lore-Behälter. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Boah. Warte mal. Das muss ich anders machen. Ey, wir können sie ja schon überbrücken. Warum kann ich den jetzt nicht rufen? Mann. Warum kann ich den nicht anlocken? Komm her zu Papa. Komm. Oder zu Mama. Du kämpfst jetzt mal für mich. Los. Und zwar den da, los. Griff an. Na, jetzt bleibt der da stehen und macht nichts, oder? Also das hätten sie aber besser machen können. Gleich mal angreifen. Uiuiuiui. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Okay. Überbrücke ich halt dich. So, du sollst jetzt mit mir kämpfen, bitte. Einmal kämpfen, bitte. Ja, genau, den darfst du gleich mal angreifen. Los, schnappen dir. Kämpft ihr alle zwei für mich, geil. Ja, doch, man kann immer nur eine Maschine überbrücken. Aber anscheinend... Very nice. Very nice. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. So ist das schön. Genau, und ich will mal schauen, was der hier hat. Das wird zu schwer. Lohe ist zu schwer, oder was? Alter. Ich sag jetzt, ich kann keine Lohe mehr nehmen. Das ist natürlich nicht gut. Da muss ich was wegschmeißen. Weil die Lohebehälter muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Boah. Okay. Wir schmeißen was weg. Inventar, Rohstoffe. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Fleischstück, dann schmeiß mal das weg. Rotz da. Die Lohebehälter. Aber die brauche ich nämlich schon, dann kann ich mir entweder ein paar Feuerpfeile bauen hier. Genau. Und dann nehmen wir das noch mit.
Oh, die haben schon Lorebehälter. Okay, das muss ich mir merken. Die Feuerbrille rücken. Und die brauchen unbedingt Medizin, Leute. Da stehen wir Sägezahn. Ich werde den gleich mal überbrücken. Macht es nämlich gleich viel, viel entspannter, muss ich sagen. Genau. Das wäre geil, wenn ich den irgendwie sagen könnte, dass der mitkommen soll. Soll ich den gleich angreifen da? Warte mal, ich hole den mal her. Ich bin mehr als bereit für dich. Ausgreifen, ankommen. Der andere Mensch. Nein, das ist doch scheiße. Wo ist denn der andere? Gegner, komm. Blöde Faunvieh da. Na los. Mach einen Down, das Vieh. Schaffst du da leicht nochmal. Jawohl. Schwierige Geburt. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Mensch. Okay, und dann weiter. Ich bin wieder vom Weg abgekommen hier. Okay. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen schneller da in die Richtung kommen. Spiel Breitkopfareal. Das ist ein Lagerfeuer, oder? Ja. Das ist natürlich gleich mit. Irgendwie so ein krasser Tempel hier oder sowas. Okay, die gehören anscheinend zu mir. Ein Haufen Bemalungen hier. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde.
Aber sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Was hält die Fremden davon ab, ihre Bezahlung zu nehmen und uns zu verraten? Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Wir nehmen auf jeden Fall mal eine Zwischenquest an. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Es ist ganz schön beunruhigend, so viele Wilde in der Nähe von Sonnenfall zu sehen. Ich passe schon auf dich auf. Okay, scheint auch nochmal eine richtig kleine Stadt zu sein. Wir werden aber jetzt erstmal schauen, dass wir wirklich mal unsere Medizinvorrat wieder ein bisschen auffüllen, weil das war jetzt schon ein bisschen krass eigentlich. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall auch die Stadt noch an. Ein paar Pflänzchen. Sehr gut. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Ach, ich brauche da irgendwie, glaube ich, eine Fuchshaut oder sowas. Okay, die kann man irgendwie runtergleiten. Vielleicht kommen wir da noch hoch oder so später. Aber jetzt grasen wir erstmal hier noch ein bisschen ab. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das ist cool an dem Spiel, weil es einfach auch nicht so lange dauert, dass man wieder sein Zeug gefarmt hat. Wie in anderen Spielen muss man halt ewig rumfarmen und oh, ich hasse sowas. Klar, aber was sollen sie anders machen, die Entwickler von solchen Spielen? Aber Horizon zeigt es eigentlich, wie man es anders macht. Nicht der Hauptfokus hier auf Gefarme oder sonst irgendwas. Das ist halt nervig. Sonst. So, wo geht's denn hier? Kann man hier hochgehen? Oder rutsche ich hier wieder runter? Okay, das schaut aus wie eine Art Arena oder sowas. Okay. Ich muss hier noch so eine Art Arena-Kampf machen. Okay, das ist halt irgendwie ein versteckter Gang oder so. Okay, dann lassen wir das jetzt mal mit der Ding. Jetzt sind wir einigermaßen wieder ein bisschen voll wenigstens. Hier ist ein Lagerfeuer. Das machen wir noch an und dann schauen wir doch mal gleich weiter. Aber der Kopf. Gib dich zum Zitadellenhof. Wann immer jemand Waffen ruft. Ah, okay. Hier gibt es schon mal einen Händler. Waren Sie selbst. So, das hat der. Lure 20. Ey, die will. Ist ja Wahnsinn, wie teuer das ist. Kann ich was verkaufen? Rohstoffe war. Ich weiß eben nicht. Feuerbrennwurzel. Wo ist denn die
komische Uhr. Ich habe doch so eine Uhr gehabt, oder? Sehe sie jetzt nicht. Ich habe die weggeschmissen. Ah, da ist sie. Okay, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Langbeinlinse. Ich weiß nicht, ob ich es brauche noch. Klapptes altes Amulett. Das verkaufe ich auch. Schnappmaullinse. Aloha, die brauche ich auf jeden Fall. Rostiger Schrott. Einen rostigen Schrott kann ich bestimmt verkaufen. Genauso wird das hier. Was ist das hier? Alter Zahnstocher. Was soll ich denn mit denen? Was ist alles für Scheiß hier? Reichhaltiges Fleisch. Das lassen wir mal. Alter Ring. Den kaufen wir auch. Schlüssel. Altes Klangspiel. Ich glaube, das verkaufen wir auch. Zinder, den finde ich so oft. Ich glaube, den brauche ich zum Herstellung. Okay, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz wenigstens. So, was hat der für Outfits? Oder was hat der für... Ja, schauen wir mal die Outfits an. Osram-Pfeilbrecherin. Das haben wir schon, oder? Ja. Schaut auch geil aus. Waffen, was haben wir denn für Waffen? Die sind natürlich geil, glaube ich, gell? Kriegsschleuder. Oder den hier, den Schattenrassler. Was brauchen wir denn da? Oh, ein Wildschweinhaut und eine Fuchshaut. Ich kriege durch. Film abspielen. Was ist denn das für ein Ding? Achso, das ist... Ach nee, das brauche ich nicht. Hat der nicht... Haben die nicht so einen Stab gehabt? Bolzenwaffe. Irgendwie so einen neuen Stab oder sowas. Gibt's nicht, gell? Ne, dann warten wir noch. Okay. Dann warten wir noch. Zwischensequenz. Wow. Boah, was ist denn das für ein Ding? Der Sonnenring. Stolze Tradition der Karja. Behemoth. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um den Ring zu enden. Okay. Begib dich zum Zitadellenhof. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich hab das Netzwerk doch gecrashed. Oh. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde speicher mal. Dich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und schauen natürlich dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wenn es euch dann ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Folgen. Und ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Ciao, ciao, euer Andi.